sehr gute Adressen gehabt. Ja, das ist ein Butler mit gefälschten Zeugnissen auch. Vielleicht sind ja Verbrecher dabei, die von der Polizei gesucht werden. Mir ist das gleich, wer sie sind, solange sie uns 10 Pfund pro Woche bezahlen. Wenn es heißt, dass ein möglicher Zeuge von der Polizei dringend gesucht wird, ist es wohl eine höfliche Umschreibung dafür, dass sie ihn für den Mörder halten. Diese Mrs. Boyle macht mir Angst. Ich bin der Mann, der aus der Kälte kam. Ich sage Ihnen noch etwas, um das Bild zu vervollständigen. Von nun an wird hier keiner mehr anreisen. Und abreisen wird hier auch keiner mehr. Ja, übrigens, mein Name ist Palavicini. Mr. und Mrs. Rouse. Und das ist also die gute alte Pension Maxwell Manor. Perfekt. Wer? Berkshire Police? Ach nein, was für ein schrecklicher Tag. Die Wasserrohre, die Polizei. Polizei, sagen Sie? Sind Sie Mr. Ralston? Ja. Detective Sergeant von der Berkshire Police. Kann ich meine Skier irgendwo loswerden? Mrs. Ralston, das Telefon ist tot. Völlig tot. Ihr richtiger Name war Stanning. Maureen Stanning. Welche nicht weit von hier auf der Longridge Farm gewohnt hat. Infolge permanenter schlechter Behandlung und krimineller Vernachlässigung ist ein Kind darauf gestorben. Der Fall war seinerzeit eine kleine Sensation. Guter Gott, er will doch wohl nicht andeuten, dass jemand von uns ermordet werden soll. Ich möchte insbesondere die Damen nicht erschrecken, aber genau darum handelt er sich. Ja, aber warum? Ja, um das herauszufinden, bin ich ja hier. Unter diesen beiden Adressen in dem Notizbuch, da stand 3 kleine Mäuse. Und auf der Leiche der Ermordeten lag ein Zettel, darauf stand, das ist die erste. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Jeder aus Ihrem Bekanntenkreis könnte wissen, dass Sie hierher fahren wollten. Ich muss etwas in Erfahrung bringen, und zwar so schnell wie möglich. Wer von Ihnen ist derjenige, der etwas mit dem Longbridge-Fall zu tun hat? Warten Sie nur ab, Mrs. Dolph, bis ich mich von hinten an Sie heranschleiche. Und Sie meine Hände an Ihrer Kehle spüren. Ah! Jetzt, Christopher! Das ist ein schlechter Scherz! Eigentlich ist es gar kein Scherz! Aber natürlich ist es ein Scherz! Ja, waren Sie nicht damals Mitglied des Magistrats und saßen da auf der Richterbank? Sie waren doch die, die diese Kinder auf die Longridge Farm geschickt hat! Hier kommt doch keiner durch, bevor der Schnee schmilzt, oder? Sein ist schon hier. Schon hier? Ich war als Kind sehr glücklich. Dann haben Sie das große losgezogen. Waren Sie nicht glücklich? Bis jetzt hat niemand diese Sache ernst genommen, auch Mrs. Boyle nicht. Sie hat mir etwas verschwiegen. Mrs. Boyle ist tot. Wenn wir der Sache nicht auf den Grund gehen, dann kann es noch einen Toten geben. Noch einen? Aber das ist doch Unsinn. Wieso das denn? Weil es 3 kleine Mäuse waren. Sie alle hatten die Gelegenheit. Es gibt 2 Treppenhäuser, an jeder hätte zum einen hinauf und zum anderen wieder herunterkommen können. Der wichtigste Punkt aber ist der, dass Sie alle zur Tatzeit allein waren. Die wollen meinen Mord anhängen! Ihr leidet ja unter Verfolgungswahn! Nein, Mrs. Franz. Die Telefonleitungen sind absichtlich zerschnitten worden. Ich habe die Stelle gleich neben der Eingangstür gefunden. Verstehe. Mrs. Franz, von hier bis nach London sind es 30 Meilen. Eine Stunde mit dem Zug, mit dem Auto etwas länger. Ich sage Ihnen. Charles war gestern nicht in London. Nein. Moment. Du fühlst, dass jemand, den du liebst, ein Fremder sein könnte. So was geschieht nur in Albträumen. In diesem Haus auf der Mörderfeier und für mich passen Sie genau ins Bild. Ich bin nicht der Einzige, der ins Bild passt. Molly, du bist verrückt. Bitte schön, dann bin ich eben verrückt. Vielleicht haben wir das ja Spaß, verrückt zu sein. Ja, es macht mir Spaß, verrückt zu sein. Es geht um eine Skier. Skier? Meine Güte, was sollte ich damit... So, ich hab sie nicht angerührt. Ja, jedenfalls sind Sie weg. Miss Case, auf welchem Weg sind Sie in Ihr Zimmer gegangen? Es nützt nichts, wenn Sie Ihre Stimme erheben, junger Mann. Ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht an irgendwelche Skier gedacht. Ich wollte die Kellerräume sehen. Ich muss versuchen, ihm immer einen Schritt voraus zu sein. Denn wenn ich es nicht bin, gibt es noch einen Toten. 3 kleine Mäuse, 2 sind ausgelöscht. Mit der dritten sind wir noch nicht fertig. 6 Leute hören mir jetzt zu. Einer von ihnen ist ein Mörder. Ich weiß zwar noch nicht, wer es ist, aber ich kriege es heraus. Und ein anderer von Ihnen ist das voraussichtliche Opfer. Der Mörder amüsiert sich königlich.